Moin! Ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und heute mit einem ausgepackt und ausprobiert Video zum Rowenta Air Force All-in-One 460. Fangen wir an! So, da wären wir jetzt einmal beim Rowenta Air Force All-in-One 460. Das ist ein Akkustaubsauger und das ist der Nachfolger vom Air Force 360, von dem ich sehr begeistert bin. Den hatte ich auch in meinem Kanal schon mehrfach gezeigt. Und ich werde heute einmal den Nachfolger auspacken. Bevor ich das mache, gehe ich einmal kurz durch die Verpackung, zeige euch die Verpackung. Und dann gehe ich noch kurz auf die Unterschiede zum 360 ein. Und dann packe ich das Teil auch aus. Ja, hier sieht man jetzt erst einmal das Gerät selbst. Das ist hier die rote Version. Es gibt wohl mehrere Farben und ich habe hier die rote Version. Dann sieht man hier noch diese, ja, im Grunde Arbeitsweise von der Hauptbürste. Dann hier noch ein paar Zubehörteile und dann sieht man hier noch so ein paar Zubehörteile im Grunde, dass man hier diverse Zubehörteile hat. Und das ist auch einer der Hauptunterschiede, auf die ich gleich noch eingehe. Man hat hier deutlich mehr Zubehörteile als beim 360er. Ja, ansonsten gehe ich auf diese Seite hier mal ein und hier sieht man dann halt auch weiterhin wieder diese ganzen Zubehörteile, diese Bürsten und so weiter und so fort. Hier die Rohre, Ersatzrohre. Zum Beispiel gibt es hier so ein Rohr, das geknickt ist. Da kommt man halt auf, in hohen Bereichen recht gut auf diese Oberflächen, zum Beispiel irgendwo auf Schränken und so weiter. Sowas gab es für den 360 gar nicht. Und diesmal hat man eben so ein geknicktes Rohr. Das ist auch ein Riesenvorteil. Dann bin ich hier auf dieser Seite. Und hier sieht man halt schon mal mehr Unterschiede zwischen dem Gerät und dem 360. Also zunächst einmal gibt es hier einen Boost-Modus, den kennt man vom Rowenta 360 auch. Dann ist hier eine Abbildung, dass man diesen Schmutzauffangbehälter abnehmen kann und zwar mit so einem Griff. Und das ist ein Unterschied zum 360er. Beim 360er muss man das Teil ziemlich fest ziehen. Und es ist zwar auch möglich, dass man diese ganze Einheit hier abmacht, aber es ist halt ein bisschen anders und schwieriger gemacht worden. Und hier ist es halt deutlich einfacher. Also das ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Dann hat man hier zwei solche integrierten Bürsten. Das war beim 360er auch integriert. Ja, also einfach, man kann die trotzdem natürlich abmachen, aber die sind halt auch dabei. Aber wie gesagt, beim 360er hatten wir das auch. Dann eine flache Düse. Also hier kommt man wohl noch relativ oder noch deutlich flacher unter Möbelstücke, Bett und andere Sessel, Sofa und so weiter und so fort. Da bin ich aber der Meinung, dass ich mit dem 360er auch recht flach unter solche Gegenstände runterkam. Dann hat man hier noch den Vorteil, hier steht ergonomischer Einschaltknopf, kein gedrückt halten notwendig. Ja gut, das hat mich jetzt nicht großartig gestört. Nichtsdestotrotz muss man jetzt nur noch einmal drücken und dann wird es aktiviert, das Gerät. Und dann wieder halt nochmal drücken, um das Teil auszuschalten. Dann hier diese fortgeschrittene Zyklontechnologie. Da weiß ich jetzt nicht, ob diese ganze Saugleistung dadurch noch besser ist, beziehungsweise ob generell irgendwas verbessert wurde mit dieser sogenannten Zyklontechnologie. Die hatte aber der Rowenta 360 auch schon. Dann kommen wir zu einem sehr großen Vorteil gegenüber dem 360, den der 460er hat. Und zwar 30 Minuten Laufzeit. Der 360er hatte nur 20 Minuten. Netto habe ich dann festgestellt, so 15 bis 18 Minuten, je nachdem wie man saugt. Und hier wird es dann wahrscheinlich so bei, ja, sagen wir mal, 23 bis 28 Minuten sein. Nichtsdestotrotz ist es schon eine deutliche Verbesserung. Also das ist schon mal ganz, ganz gut und ganz interessant. Dann sagt der Hersteller hier noch kurze Ladezeit, maximal 3 Stunden. Ich habe festgestellt, dass ich jetzt nicht unbedingt stundenlang laden muss, aber das ist wohl offensichtlich die Ladedauer, wenn das Teil komplett leer ist. Und dann braucht man halt maximal 3 Stunden. Das ist ja halt aufgrund dieser Akkutechnologie, die muss halt schonend geladen werden, damit das halt lange hält und
dann ist wohl die 3 Stunden das Maximum, was man braucht. Und dann hier halt 21,9 Volt Lithium-Ionen-Akku-Technologie. Ne? Das war aber beim Rowenta 360 auch schon der Fall. Ja, ansonsten sieht man hier nochmal ein paar nette Bilder. Hier unten nicht wirklich viel Interessantes. Dann hier auf der Seite auch nochmal ein paar Infos und das war's soweit. Dann mache ich das Teil einmal auf. So, dazu einmal hier hochgehebelt und da sehen wir schon mal diverse Teile. Zunächst einmal die Anleitung. Die mache ich hier einmal auf. Na ja, so. Und da sehen wir jetzt einmal ein paar Heftchen und unter anderem natürlich auch in Deutsch. Moment. Hey, das ist glaube ich gar nicht mal. Das ist hier für weitere Sprachen. Und hier haben wir dann halt unter anderem Bedienungsanleitung in Deutsch. Was halt auch ganz gut ist von Rowenta, die machen halt so eine Bedienungsanleitung mit Grafiken. Da sucht man direkt halt diesen Bereich, den man gerade machen möchte oder wo man gerade eine Frage hat. Und da, das ist wirklich total einfach gehalten. Finde ich ganz gut, ne, von Rowenta. Und ja, also soweit reicht das auch vollkommen. Das meiste ist auch eigentlich auch selbsterklärend. Und falls man eben eine Frage hat oder nicht weiter weiß, dann kann man eben die Anleitung hier mal anschauen. Dann haben wir hier noch eine Garantiekarte. Internationale Garantie, ja, nicht so interessant. Dann haben wir hier noch solche komischen Penüffel. Das weiß ich jetzt nicht, was das ist hier. Da muss ich mal dann demnächst gucken. Aber das weiß ich jetzt nicht. Dann haben wir hier einmal schon mal hier dieses Rohr. Und das ist halt im Grunde genau das gleiche Rohr wie beim 360er. Also soweit ganz okay. Dann haben wir hier die besagte gekrümmte, dieses gekrümmte Rohr halt, ne, um dann halt auf, Moment, so, um dann halt zum Beispiel auf Möbelstücken zu saugen, ne, also das wird dann hier einfach befestigt, hier so, und dann wird halt so abgesaugt, ne, also das ist schon mal eine deutliche Verbesserung. Dann haben wir hier diese besagte Bürste, eine von zwei. Ne, auch ein ganz normaler Aufsatz. Das wird dann entweder zum Beispiel hier, man kann die ganzen Teile, das ist im Grunde fast wie Lego, kann man die Teile hier befestigen oder eben am Gerät selber. Ne. Ja, soweit zu dem hier. Dann das gleiche nochmal, ne, wie gesagt, zwei Stück. Dann haben wir hier eine weitere Bürste oder beziehungsweise einen weiteren Aufsatz. Ich weiß jetzt nicht, wo der Unterschied ist. Das ist hier so ein bisschen mit mehr Haaren versehen und hier sind die Haare so ein bisschen mit Abstand. Ne? Also, oh gut, mein Gott, ne? Ob man das jetzt braucht oder nicht. Ne? Hier steht Easy Brush und hier, ja, hier steht auch Easy Brush. Okay, dann haben wir hier einmal eine Bürste oder einen Aufsatz mit weißen Haaren oder weißen Bürsten, aber deutlich weicher das Ganze. Also das merkt man auf jeden Fall, ne? Also offensichtlich für empfindliche Oberflächen. Ne? Das ist auch gut. Dann haben wir, ah ne, da ist noch einer. Dann haben wir hier noch eine Bürste oder einen Aufsatz. Und zwar mit solchen gelben und sehr festen Bürsten. Also da ist dann nochmal, das sind auch keine Haare, sondern ja, das sind Gummibürsten im Grunde. Ne? Und ja, das ist auch ganz gut. Muss ich mal gucken, für welche Oberflächen sowas dann eben interessant ist. Dann haben wir hier eine weitere Bürste und zwar eine etwas größere oder besser gesagt deutlich größere. Ne? Für Polster zum Beispiel kann man das Teil benutzen. Das passt soweit auch ganz gut.
Dann haben wir hier so einen langen Aufsatz, um zum Beispiel in irgendwelche schwierigen Ecken reinzukommen. Zum Beispiel auch, wenn man im Auto sauber machen möchte, dann kann man hier halt auch überall rankommen. Das gab es beim Rowenta auch. Nebenbei, das Teil gab es beim Rowenta 360 nicht, ne, bei dem Vorgänger. Und eben so viele von diesen Extra-Aufsätzen hier gab es auch nicht. Ne. Beim Rowenta 360 gab es nur eben diese hier in zweifacher Ausführung. Ne. So, dann kommen wir hier einmal zu der Hauptbürste. Und die sieht soweit, ja, im Grunde ist sie unverändert, würde ich mal sagen. Ja, es kann sein, dass die vom 360er nicht ganz so runtergekommen ist, ne? Also, oder beziehungsweise, wo man sie halt nicht komplett nach unten machen konnte hier mit dem Scharnier hier. Aber hier soweit sieht das auch identisch aus. Und was ich mich dann natürlich auch fragen würde, ob dieser blaue Pinöpel, das habe ich im Erfahrungsbericht zum Rowenta 360 erzählt, ob der hier ein bisschen besser verarbeitet ist bzw. länger halten wird. Aber das wird sich offensichtlich dann auch nach längerer Zeit dann halt darstellen, ob er besser ist. Ne? Aber ansonsten vernünftig, ja, ganz gut soweit. Dann haben wir hier nochmal eine weitere Polsterbürste. Das geht soweit auch in Ordnung. Ne, hatten wir beim 360er auch. Dann haben wir hier einmal einen Filter. Der sieht schon mal ein bisschen anders aus. Und hier sieht man direkt so einen Wasserhahn. Also das Teil ist auch waschbar. Und ja, der vom 360er, der war schwarz gehalten, ein bisschen länglicher, glaube ich. Aber ansonsten ähnlich, ne? Okay, dann haben wir hier ein Netzteil, also das gleiche Netzteil wie vom 360er, ne? Identisch. Da kann ich auch das alte noch benutzen. Das ist soweit auch okay. Das ist soweit auch okay. Und dann kommen wir direkt zum Gerät an sich. Und da erstmal, Moment, nee, erstmal zum Ladedock im Grunde. Und ja, das ist halt diese Befestigung für die Wand. Und da kann man halt noch diverses Zubehör, was man regelmäßig benutzt. Man kann zwei Stück hier befestigen. Dann muss man sich halt entscheiden, was man regelmäßig nutzt. Kann man hier rauf machen. Und ansonsten halt geht das Gerät hier ran und das Ganze kommt dann an die Wand. Und dann hat man halt so eine Ladestation für das Gerät. Ne? So, dann kommen wir aber jetzt endlich zum Rowenta All-in-One 460. Und ja, ich habe hier nichts vergessen. Und das Teil sieht richtig gut aus. Richtig schön gehalten. Und diesmal eben tatsächlich mit so einer roten Lackierung, Farbe, wie auch immer. Das sieht tatsächlich richtig gut aus. Hier drin ist es auch rot gehalten. Ich versuche mal so ein bisschen näher zu kommen. Sieht richtig gut aus, das Teil. Und was ich ja schon vorhin genannt hatte, hier, man hat die Möglichkeit, das Ganze hier zu entnehmen. Dann kann man das Ding hier weiterladen und hier dann fröhlich das Ganze entleeren. Also das ist schon mal ein Riesenvorteil im Gegensatz zum 360er. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja, und mehr gibt es hier erstmal auf den ersten Blick nicht zu zeigen, glaube ich. Ich werde das Teil jetzt laden und dann schaue ich mal, wie die Leistung so ist. So, ich habe jetzt hier eine Teststrecke aufgebaut. Dazu habe ich einfach mal Paniermehl genommen, habe diesen Behälter benutzt, den ungefähr zur Hälfte aufgefüllt mit Paniermehl und dann hier einmal verschüttet. Und hier ist das ein bisschen dicker, ne, von der Stärke her. Hier ist deutlich weniger bei den drei anderen. Und die werde ich jetzt hier einmal absaugen. Ich werde hier alle Aufsätze einmal benutzen. Und zunächst einmal würde ich hier diese etwas stärker verschmutzte Strecke benutzen oder beziehungsweise absaugen. Und dazu nehme ich die normale Hauptbürste
Und ja, ihr werdet mich jetzt gleich nicht mehr hören, aber ihr hört dann natürlich auch die Geräuschentwicklung von der Maschine und so weiter. Ne? Dann fange ich einmal an. So, ihr seht einmal, dieser komplette Dreck ist im Grunde fast weg, aber ich habe hier eben gerade den normalen Modus benutzt und minimal sieht man hier noch Paniermehl, das ist so vereinzelt, sind hier noch so ein paar Flocken, ne? Und ich versuche jetzt mal den Boost-Modus zu nutzen, der natürlich, das habe ich jetzt eben gerade zuvor nicht gemacht, ich wollte erstmal gucken, wie der normale Modus saugt. Und jetzt will ich mal gucken, ob ich die, weil ich bin hier jetzt ungefähr 3-4 Mal hin und her gefahren und hier bleiben noch so ein paar Flocken oder Reste. Ich will mal gucken, ob mit dem Boost-Modus das dann halt komplett aufgesaugt wird. So, ihr habt einmal den Unterschied vermutlich auch gehört. Der wird deutlich lauter natürlich, eben dadurch, ne, dass die Saugleistung stärker wird. Was ich jetzt sagen kann, minimal vereinzelt sind hier noch so ein paar Flocken. Die sind halt hier sich, die sind im Grunde hier reingedrückt worden. Aber sonst geht das soweit. Also da muss ich sagen, der hat richtig gut gesaugt. Falls euch eben gerade aufgefallen ist, dieses komische Geräusch, das ist die Bürste, die sich halt hier verheddert in den Haaren. Und da muss man halt, wenn man anfängt zu saugen, am besten schon losrollen und dann den Knopf betätigen, um das Gerät zu starten. Weil sonst frisst sich halt die Bürste hier in die Haare und das verursacht dann diese Geräusche. So, jetzt nehme ich einmal die Hauptbürste hier ab. Und schau mir mal diesen Aufsatz an. Das ist dieser normale Standardaufsatz. Und damit sauge ich jetzt hier so einen Teil davon. Auch im normalen Modus wieder. Und hier stelle ich fest, hier liegt deutlich mehr herum als eben gerade mit der Hauptbürste. Das ist offensichtlich deshalb, weil eben die Bürste halt dreht und dadurch diese Paniermehlflocken eben aufnimmt und dann werden sie eingesaugt. So, ich probiere jetzt nochmal mit dem Boost-Modus. Ja, und da kann ich im Grunde sagen, so ein bisschen wurde hier noch aufgesaugt, aber so ein paar Reste und auf jeden Fall merkbar mehr als hier sind hier noch. Ne? Also da merkt man auf jeden Fall, dass die Bürste, zumindest diese Hauptbürste, für solche Böden deutlich besser geeignet ist als hier zum Beispiel eben nur diese Saugkraft und diese leichten Bürsten hier. Dann probiere ich die nächste Bürste aus und zwar diese mit den etwas stärkeren, starreren Borsten. Ne? Die probiere ich genauso wie eben gerade aus mit einmal normalen Modus und einmal den Boost-Modus. Ich bin hier direkt auf den Boost-Modus rübergegangen vom normalen Modus. Ich habe hier eben gerade gesehen, es wurde vereinzelt hier manches liegen gelassen und dann mit dem Boost-Modus wurde dann deutlich mehr aufgenommen. Aber im Grunde sehe ich hier nicht viel Unterschied zwischen
der härteren Borste und der etwas weicheren Borste. Was man im Grunde noch sagen kann, was eben gerade sichtbar war mit dieser etwas härteren Borste, kann man im Grunde so ein bisschen die Paniermehlflocken halt aufwirbeln oder eben so ein bisschen wegfegen damit, ne? Und dadurch kommen sie so leicht raus aus dem Langflorteppich und sind dann besser aufsaugbar. So, jetzt probiere ich einmal noch eine weitere Bürste, und zwar, ich glaube, das war die Textilbürste mit diesen Gummiborsten. Mal schauen, ob das hier dann ein bisschen hilft oder ob das jetzt gar nichts bringt. Wieder die gleiche Prozedur, einmal normaler Modus und einmal Boost-Modus. Und hier habe ich tatsächlich festgestellt, die ist jetzt nicht so gut geeignet für solche Flächen. Vermutlich besser für so normale, sagen wir mal, verschmutzte Kissen oder irgendwelche Sachen oder irgendwelche Kleidungsstücke und so weiter. Da wird halt tatsächlich auch der Schmutz so ein bisschen rausgekratzt mit diesen relativ starren Borsten. Was aber schwierig ist, hier nach vorne zu kommen, weil das verheddert sich hier einfach, ne? Also da stellt man fest, sie hilft jetzt nicht unbedingt bei so einem Boden, aber bei anderen Oberflächen halt, ne? Grundsätzlich gehe ich aber nur auf diesen Boden ein, weil glatte Flächen sind ohne Probleme absaugbar und deshalb ist sowas natürlich deutlich interessanter. Der letzte Aufsatz von diesen Bürsten ist halt hier dieser mit diesen soften Bürsten, und der ist eigentlich gar nicht für solche Oberflächen geeignet, sondern halt für sehr empfindliche Oberflächen, sensible Oberflächen. Ich mache das jetzt trotzdem mal und dann halt wieder die gleiche Prozedur. Einmal normaler Modus und einmal Boost-Modus. Das Ergebnis ist im Grunde fast das gleiche wie mit der normalen Bürste. Man kriegt halt relativ viel hier raus, indem man hier hin und her bürstet und dann wird das halt abgesaugt, ne? Also geeignet ist sie eigentlich nicht für so eine Oberfläche, aber es funktioniert. Jetzt probiere ich einmal noch diese Eckenbürste, und die ist eigentlich nicht für so eine Oberfläche gedacht, sondern natürlich eben für Bereiche, insbesondere eben Ecken aufgrund dieser Form. Oder andere Bereiche, die ein bisschen schwieriger zugänglich sind. Trotzdem probiere ich sie mal aus, weil sie hier halt auch solche etwas festeren Borsten hat. Auch wieder die gleiche Prozedur. Und ich fange einmal an. Was man direkt feststellen kann, ist im Grunde, dass die tatsächlich nicht unbedingt für so eine Oberfläche gedacht ist, doch eher für etwas, für Teppiche, die weniger Haare haben, weil das sehr, sehr schwierig ist mit diesen sehr starren Borsten, ne? Da ist sowas tatsächlich nicht unbedingt geeignet, aber eben für Ecken halt, ne? Dann probiere ich jetzt noch einmal diese Sofabürste aus. Einmal hier diesen Rest hier von der vorletzten Bahn, und dann probiere ich das Teil hier noch einmal auf so einem Kissen aus. Wieder die gleiche Prozedur. Hat auch gut funktioniert. Trotzdem sind, glaube ich, diese anderen Aufsätze bzw. die Hauptbürste halt deutlich besser geeignet für so einen Teppich. Ja, und dann halt die Hauptaufgabe eben. Hier zum Beispiel ist so ein kleiner Sputzpartikel. Funktioniert gut,
kann man gut halt Polstermöbel und so weiter absaugen. Ja? Und genau dafür ist dieser Aufsatz gedacht. Jetzt probiere ich nochmal diesen länglichen Aufsatz und da kommt man natürlich am besten hier drunter, ne, mit so einem relativ langen und schmalen Aufsatz. Nichtsdestotrotz probiere ich hier nochmal diese Fläche. Ja, und hier stellt man sofort fest, so richtig gut saugen lässt sich mit sowas nicht. Ne? Hier ist tatsächlich der einzige Vorteil eben, dass man besser irgendwo reinkommt, ne? Wo man halt mit normal großen Rohren aufsetzen und so weiter nicht reinkommt. Es wurde fast alles hier abgesaugt, ne? Dieser Bereich, den ich hier abgesaugt habe, aber ist eher so ein Fummelkram. Ne? Also die tatsächlich eher nur für solche schwer zugänglichen Bereiche. Und jetzt sauge ich nochmal mit der Hauptbürste einmal den Rest ab, beziehungsweise hier auch nochmal. Und dann schaue ich mir gleich nochmal an, ob hier noch ein bisschen was herumliegt. Und jetzt einmal den Turbo-Modus. So, jetzt schaue ich mir noch einmal die komplette Fläche an und vereinzelt sind hier tatsächlich doch noch ein paar von diesen Paniermehlflocken übrig geblieben. Die kriegt man wohl nur mit Mühe und Not raus, ne? Beziehungsweise ich muss hier noch mal diverse Male hin und her fahren. Das wird dann irgendwann mal auch passieren, dass man dann alle rauskriegt. Aber das dauert jetzt ein bisschen. Hier sieht man dann natürlich die Grenze von so einem Akkusauger. Der kann natürlich nicht die Power oder die Saugleistung von so einem ganz normalen Staubsauger haben, der halt ganz normal am Netz ist. Da ist das natürlich nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, für diese schwierige Oberfläche bzw. diesen Teppich, ne, ist das schon eine sehr, sehr gute Saugleistung. Und wenn man hier oben absaugen möchte, da hat man diesen Aufsatz, den kann man entweder direkt an das Gerät dran machen oder eben mit dem Rohr. Dann kommt man noch weiter hoch und dann kann man hier einmal fröhlich absaugen. Das ist hier natürlich jetzt nur zu Testzwecken, hier komme ich natürlich auch so ran, aber eben für Bereiche, die deutlich höher sind, kommt man dann eben so deutlich besser ran. Und das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Ich zeige euch das einmal. Das funktioniert sehr, sehr gut, finde ich. Natürlich kommt man nicht an alle Bereiche, insbesondere eben die Mitte im Grunde oder die hinteren Bereiche. Da kommt man natürlich nicht dran. Da muss man dann tatsächlich doch eine Leiter nehmen und dann eben auf herkömmlichen Weg so absaugen. Mit einem anderen Aufsatz natürlich auch. Aber so, wenn man jetzt mal auf die Schnelle hier solche Bereiche absaugen möchte, ist es sehr praktisch, das Teil. Jetzt könnte man sich noch fragen, weshalb ich jetzt nur diesen Boden ausgewählt habe für den Test. Und ja, meines Erachtens nach ist so ein Boden deutlich interessanter, weil eben die Schwierigkeit hier besteht, dass hier viele sehr lange Haare sind und sich der Schmutz hier halt reinfressen kann, in Anführungsstrichen. Fliesen, Parkett, Laminat und so weiter oder auch Teppiche mit kurzen Haaren bringen nicht viel für so einen Test, weil da sieht man einfach nur, wie das alles aufgesaugt wird und das war's im Grunde. Für so ein Gerät ist es kein Problem, halt solche Oberflächen eben abzusaugen und sowas ist deutlich schwieriger. Und deshalb habe ich euch diese Oberfläche hier gezeigt. So, und nun schaue ich mal, wie viel Dreck er jetzt im Grunde aufgenommen hat. Ich hatte ja gesagt anfangs, ich habe ungefähr zur Hälfte den Behälter hier aufgefüllt. Jetzt nehme ich einmal den Schmutzauffangbehälter heraus, nehme hier auch den Filter heraus
und dann diese Zwischenkammer. Da hat sich ganz bisschen auch gesammelt. Schütte ich jetzt hier rein. So. Und man kann hier schon mal sehen, hier ist nicht nur das Paniermehl, sondern auch noch so ein bisschen vom Teppich rausgerissen worden. Im Grunde sind das dann Haare, die halt nicht mehr so richtig fest dran sind. Das ist natürlich dem geschuldet, dass die Bürste halt auch ordentlich Power hat, ne? So, und jetzt werde ich hier einmal das Teil entleeren. Jetzt schaue ich mir das einmal an und im Grunde stelle ich fest, dass halt fast das, was ich hier reingemacht habe am Anfang, ungefähr zur Hälfte aufgefüllt mit Paniermehl, ist genau so wieder hier drin gelandet. Ne? Also ist das ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und da muss ich sagen, der Rowenta Air Force 460 ist ein richtig guter Akkusauger. Ich werde den Rowenta Air Force 460 jetzt regelmäßig benutzen und nach ungefähr einem halben Jahr dann mal einen Erfahrungsbericht machen. Falls ihr das Video interessant findet, dann würde ich mich freuen über einen Daumen hoch und ein Abo. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage Tschüss!